Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. So, wir setzen fort, aber wir setzen fort mit Geschichte. Und zwar, die Pelikandame hilft ihren Freunden. Es war einmal in einem tiefen, uralten Wald, dass ein verfrühter Wintersturm die ganze Landschaft in eine dichte Schneedecke hüllte. Es war noch so früh im Jahr, dass die Geschöpfe des Waldes selbst für einen milden Winter noch nicht gewappnet waren. Und alle waren sich einig, dass dieser Sturm ein Vorbote dafür war, dass der Eiskönig einen langen, harschen Winter bereithielt. Die Prinzessin war in einem Königreich aufgewachsen, wo das gesamte Jahr über die Sonne schien. Und die Kobolde waren noch so jung, dass niemand im großen Holzhaus wusste, was zur Vorbereitung auf den Winter zu tun war. Das Haus war weder im Wind noch weiter fest und sie hatten weder genügend Brennholz noch Nahrung. Für die fromme Pelikandame bemerkte ihre Not. Und als die Zeit kam, mit den anderen Vögeln gen Süden zu fliegen, war ihr Herz schwer vor Trauer. Was kann ich tun, dachte die Pelikandame. Ich bin ein Zugvogel und sollte ich bleiben, was wird dann aus meinem Schwarm? Als die Zeit zum Abflug gekommen war, konnte sich die Pelikandame kaum vom Boden aufraffen. Es war, als säße ein Klumpen Blei mitten in ihrer Brust. Was kann ich tun, dachte sie. Ich bin ein Zugvogel und sollte ich bleiben, was wird aus meinem Schwarm? Es gelang ihr gerade so vom Boden abzuheben und sie musste mit aller Kraft mit den Flügeln schlagen, um zu den anderen Vögeln aufzuschließen. Kaum hatte die fromme Pelikandame die Reise begonnen, brauste der Sturm auf und peitschte den armen Vogel wütend hin und her. Die Pelikandame war weit hinter ihrem Schwarm zurückgefallen und bereits sehr müde geworden. Doch bei allen Herausforderungen in den Lüften wusste sie doch, dass die Dinge am Boden weitaus schlimmer standen. Ein bitterer Frost hatte sich über den gesamten Wald gelegt, das Bleigewicht in der Brust der Pelikandame wurde schwerer und schwerer. Als sie an die Prinzessin und die Kobolde dachte, was kann ich tun, dachte sie, ich bin ein Zugvogel und sollte ich bleiben, was wird aus meinem Schwarm? Hm, Pelikane, echt Zugvögel? Ich weiß das gar nicht. Sind die nicht allgemein am Meer? Oh, ich muss mal eben einmal hier ran und rutschen. Der Sturm gewann an Kraft und die Pelikandame geriet in ein wildes Schneetreiben, doch anstelle von Verzweiflung spürte sie nur das Gewicht in ihr, das gewachsen und gewachsen war, bis es den Vogel zu Boden reißen drohte. Die Pelikandame hatte sich verpflichtet gefühlt, der Prinzessin und den Kobolden zu helfen. Doch sie hatte den Ruf ignoriert. Ich hätte bleiben sollen, dachte sie. Es wäre nur gut und richtig gewesen und jetzt habe ich mich verirrt und keine Möglichkeit mehr, meinen Fehler wieder gut zu machen. Plötzlich wurde sie aus der Luft gepflückt und in der Halle des Eiskönigs niedergesetzt. Pelikandame, sprach der König, du hast Kreise um einen Berg gedreht. Ich habe mich verirrt, entgegnete die Pelikandame, und die Schuld in meinem Herzen hat mich zu Boden gedrückt. Der Eiskönig musterte die Pelikandame mit weisem Blick. Ist es Schuld oder nicht doch etwas anderes? Öffne deinen Schnabel, und so griff er die Pelikandame in den Rachen und zog einen leuchtenden Stein hervor. Die fromme Pelikandame stellte erstaunt fest, wie sehr der Stein sie wärmt und wie er Kälte und Zweifel in die Flucht schlug. Du weißt, was du zu tun hast, sagte der Eiskönig. Ich musste einmal kurz gucken. Die fromme Pelikandame flog direkt auf das große Holzhaus zu. Der Schnee war bereits durch die vielen Risse in seinen Wänden geweht und die Dielen waren mit Eis überzogen. Die Pelikandame fand die Prinzessin und die Kobolde beinahe erfroren vor dem kalten Ofen vor. Nein, schrie sie und legte den Stein in den Schoß der Prinzessin. Die Wärme des Steins verteilte sich in Windeseile im ganzen Haus und schmolz alles, was zuvor noch gefroren war. Die Prinzessin schloss die Pelikandame in ihre Arme und die Kobolde klammerten sich an ihre Beine. Danke, schluchzten sie. Bitte sehr, erwiderte die Pelikandame mit einem zufriedenen Lächeln. Was ist das? Fragte die Prinzessin und deutete auf den wundersamen Stein. Zuerst, sagte die Pelikandame, dachte ich, es sei meine eigene Schuld, doch als der Eiskönig es aus meinem Inneren hervorzog, entdeckte ich, dass es etwas weitaus Mächtigeres war. Just in diesem Moment legte sich der Sturm und ein frisches Blau zog über den Himmel. Die Pelikandame füllte die Speisekammer des großen Holzhauses mit Essen aus ihrem Schnabel, ehe sie sich mit dem Wissen in die Lüfte erhob, dass alle Bewohner des großen Holzhauses bis zum kommenden Frühling wohlig, warm und wohlgenährt sein würden. Und das war die Geschichte davon, wie die fromme Pelikandame die kluge Prinzessin und die listigen Kobolde vor dem langen Winter bewahrte. Und die nächste ist... Die Kobolde erhalten die Gabe der Stimme. Ah. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die die Geheimnishüterin dabei erblickten, als sie ihre Runden drehte, um die Geheimnisse der Tiere im Wald in Erfahrung zu bringen. Wie kommt sie nur an die Geheimnisse? Glaubst du, sie öffnet ihre Köpfe? Sagte der eine Kobold. Finden wir es heraus, sagte der andere, und so beobachten die Kobolde die Geheimnishüterin. Sie beobachteten sie, bis der stattliche Elch auf sie zukam. Der Elch ließ den Kopf tief hängen. Es war meine Schuld, ich habe den schlechten Weg gewählt, ich kann die Erinnerung nicht mehr ertragen. Die Geheimnishüterin nickte und schaute dem stattlichen Elch in die Augen. Die Kobolde hörten nichts, wussten aber, dass sie mit dem Elch sprach. Die Geheimnishüterin konnte nämlich mit Hilfe der Gabe der Stimme nur mit ihren Gedanken mit anderen sprechen. Nach ein paar Minuten blinzelte der stattliche Elch. Ich fühle mich irgendwie leichter, sagte er. Habe ich dir etwas gegeben? Die Geheimnishüterin nickte erneut und reichte ihm eine Münze.
Der stattliche Elch verstand und trottete weiter. Er erspähte die Kobolde, die sich im Wald versteckten, und warf ihnen einen argwöhnischen Blick zu. Er wusste, dass sie auf Unfug ausheckten, aber die zwei Kobolde pfiffen unschuldig vor sich hin. Und so konnte der Elch nur weiterziehen. Schließlich hatten sie nichts Schlimmes getan. »Ich muss wissen, was das für ein Geheimnis war«, sagte der eine Kobold. »Los, kaufen wir es.« Also gingen die Kobolde zur Geheimnishüterin, bevor sie das Geheimnis des Elchs verstauen konnte. »Wir wollen das Geheimnis des Elchs kaufen. Was könnt ihr mir dafür geben?«, fragte die Geheimnishüterin mit ihrer Gabe der Stimme. Die Kobolde holten eine Haarbürste mit silbernem Griff hervor, die sie der Prinzessin gestohlen hatten, und die Geheimnishüterin nickte. So erfuhren die Kobolde, dass die Gefährtin des Elchs an einer Klippe in den Tod gestürzt war. »Ach du Kacke.« »Also vom Eddie.« Die Frau. Die Geheimnishüterin ging weiter. Der eine Kobold sagte, ich will noch mehr wissen. Also folgte die Kobolde der Geheimnishüterin, um herauszufinden, wo sie ihre Geheimnisse aufbewahrte. Sie folgten ihr bis zur Spitze eines nahegelegenen Bergkamms und sahen, wie sie alle Geheimnisse, die sie an diesem Tag gekauft hatte, hoch oben in einer Wolke verstaute. Als sie weg war, kletterten die Kobolde auf eine hohe Fichte, die im bedeckten Himmel verschwand. Sie schafften es gerade so, die Hände hineinzustecken. Sofort brach ein Sturm. Ein Strom von Erinnerungen über sie herein, und sie zogen die Hände zurück, als hätten sie in kochendes Wasser gesteckt. Tränen strömten ihnen die Wangen herunter. Als die Geheimnishüterin wiederkam, fand sie die Kobolde weinend auf der Fichte sitzend. »Ihr habt meine Geheimnisse gestohlen«, sagte die Geheimnishüterin wütend. »Gebt sie mir zurück.« Die listigen Kobolde hörten sofort auf zu weinen. Sie witterten eine Chance. »Und was bekommen wir dafür?«, fragten sie. »Ihr könnt die silberne Haarbürste wieder haben«, schlug die Geheimnishüterin vor. »Für so viele Geheimnisse? Pah, da musst du uns schon mehr anbieten. Und wie wäre es«, sagte die Geheimnishüterin, »wenn ich die Gabe der Stimme mit euch teile?« Das gefiel den listigen Kobolden, abgemacht, und so verlieh die Geheimnishüterin den Kobolden die Gabe der Stimme. Die Kobolde merkten sofort, dass sie wirklich die Gedanken des anderen hören und die Gefühle des anderen fühlen konnten. Sie gaben die gestohlenen Geheimnisse zurück und liefen zurück zum großen Holzhaus. Dort sahen sie, dass die Prinzessin gerade Essen zubereitete, aber als sie versuchten, ihre Gedanken zu lesen, konnten sie nichts wahrnehmen. Sie versuchten, in Gedanken mit ihr zu sprechen, aber sie konnten nichts hören. Offenbar hatte die Geheimnishüterin die listigen Kobolde überlistet. Sie hatte ihnen nur so viel von ihrer Kraft gegeben, dass sie die Gabe der Stimme aufeinander anwenden konnten, aber nicht auf andere Waldbewohner. Und das war die Geschichte davon, wie die Kobolde von der Geheimnishüterin die Gabe der Stimme erhielten und warum sie sie nur untereinander nutzen konnten. Das ist immer so viel. So, wir sollen Tessa suchen. Glaube ich zumindest. Wir gehen aber jetzt hier erstmal durch. I grabbed my odd six from the trunk and said maybe I should pick up some for Allison. Shot it? Yes, sir. Stripes Wait, candy? You were never heard of it. She's as closed up that way, yeah? Hey, man, when the Lord... Oh, man, I haven't had this cereal in forever. Yeah, that's not exactly legal. Hey, guys, I hope I'm not interrupting. Not at all. Oh, hey, Tyler Ronan. Huh. We keep bumping into each other, don't we? What were you guys talking about? I don't think you'd be interested. Der Typ vom Boot. You two just can't stay away, huh? Unfortunately. We're looking for Tessa again. Well, she took off about half an hour ago. Sorry. Do you know if she'll be back soon? I don't know if she's even coming back. No one tells me anything. How about Tom? He busy? He's been in the office all morning, so who knows? But it's Tom, so it's probably safe to interrupt him. Mm-hmm. Tessa ist weg und Tom ist allein im Büro. Doing some shopping? Just looking for the woman who runs the place. The shopkeeper's wife? Can't say I've seen her around. So, I heard you were shooting moose outside your permit area. Not really any of your business now, is it? Come on. I'm not gonna report you, but it's a shitty thing to do. I think it's time to finish up your shopping and move on, brother. Yeah. I'll do that. Ugh, mein Gott. Konfrontation, Leute! We could use some of that at the house. Machen wir doch gerne. What do you mean? We've got enough signatures.
It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. Hello, Tyler. Can I help you? Yeah. Kannst du? Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. We were over at the police station, and we took a look at Marianne's case file. Okay. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, no. I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub salt in any wounds. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Okay. Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Well, if we want to get past the limits of trust, we all need to face what happened. Which means being completely honest about it. We all want to find peace, kids. It's just harder for some people to talk about the past. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Hey. Hey. Yes? You said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep. I'll be on my way in a minute. Kids, was there anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who her father might have been? I'm not exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. Ich tippe auf Eddie. But look, I'm sorry. I really have to go. Lass uns ruhig allein in dein Büro. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. See you later. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? Why not? We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh. Hey, tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together? I've been meaning to pay my uncle a visit. Can't we just wait for her to come back here? I'm not really excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Tyler, join me when you're done. Sure thing. Just give me a sec. Kurz mit Allison sprechen. Where'd that question about our father come from? Ich frag mich, was er weiß, ja. I've just been thinking about who he might be. And if he knows anything that could help us figure this shit out. Why? He wasn't a part of our lives. Besides, Marianne always said we never had a father. Well, her name might have been Mary, but I don't think she was a likely candidate for Immaculate Conception. Na stimmt. Hey.
So you look less than thrilled with the plan. Yeah, like I said, I am not stoked to be going to the cemetery. Sollten wir einfach nicht hin? So should we just not go then? No, of course not. We're going to go. I need to feel how I'm gonna feel about it right now. Okay. I'm sorry for getting frustrated. It is what it is, right? Go have fun with Michael while I close the register. Ich will erst hier noch mal rein. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. Kann nichts finden. Gut. Dann ab zum Lagerraum. Alright. I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. Okay. I've got this in the back. Oh yeah? Because you're just that good, huh? I'm clowning. I don't even know where to begin. What do I do? Yeah, let's start with an easy one. Alright. Go to the back of the room and tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce we have left. Aye aye. Ich könnte mich setzen. Tired already? Okay, ich könnte mich nicht setzen. Is that the mangy muskrat? Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah, that's the hot priest who hosts Bible study with Tessa. For the record, that was Allison's doing. She had a crush on him for ages, but he is very, very hot. Shit, yeah. I remember him from when we were kids. That's Father Batista. Yeah, he's got that silver fox thing going on now, see? Yeah, yep, I see it. Yikes, that's unsettling. Oh, I drank this at a party once. It did not end well. Oh, any good stories? I mean, probably. But nothing I remember really makes sense, so... no, that's not it. Why am I standing here looking at this? Ich hab keine Ahnung. Wir sollen Tomatensoße finden. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Da nicht. Hier vielleicht? Why am I standing here looking at this? I wonder what's in that box. No, that's not it. Das ist Farbe? Hä? You know, when you think about it, glass is really just tortured sand. Huh. Have you been sniffing the spray paint, Tyler? Versuchen wir es jetzt mal hier. No, that's not it. The only processed food Marianne ever let us eat. She said they were her guilty pleasure. No, that's not what Michael wanted. Okay. Cheddar dip? Yuck. Your sister loves that shit. She eats it straight out of the jar. Oh, God. I wonder what's in that box. No, that's not what Michael wanted. Mein Gott, wo ist er denn? Bin ich doof? Ich sehe das nicht. I wonder what's in that box. No, that's not what Michael wanted. No, that's not it. Hä? So, warte mal. Das muss ich nochmal gucken hier. Zähl mir das nochmal hier. Hey, you remember the ad for this? What was their slogan again? Huh. Something poetic about time travel and life being weird, I think. Remind me where I'm going, and what am I supposed to be counting? Back of the room. And we're looking for Molto Bene tomato sauce. Am anderen Ende, Molto Bene. Okay. Tomatensoße. Ach, da. Hold on. Let me count this.
Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 14, 14. There's 14 cans of Malta Bene tomato sauce. Okay. Sounds about right. Man, I'm so good at this. That was easy. I need you to count the bottles of bleach for me. Bleichmittelflasche für mich, okay. On it. Bleichmittel habe ich gerade gesehen. Bleach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6? Alright. Not bad, Tyler. Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. What's up? I need your opinion on this masterpiece. Is that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Nailed it, right? Die Proportionen sind echt verfehlt. The proportions are way off. I wish my arms were that big. Self-deprecating much? Your arms look good to me. Thanks. I've been trying to hit the gym more, but weightlifting is the worst. Amen. You should give dancing a try. Best workout there is, and well, there's always someone out there who needs a partner. So this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker, I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Geht da was? Alright, anything else you wanted me to check? Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies we have in that box over there? Okay. Geht da was? Da fällt mir ein. Transgender. Heißt das dann, also würde jetzt Tyler, kann Tyler jetzt rein theoretisch auf Männer stehen und oder auch auf Frauen? Und, also ich würde jetzt sagen, er steht auf Männer. Und er da hinten steht auch auf Männer. Ne? Ne? Das ist die. Okay, gucken wir mal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich würde sagen 11. You've got about 11 left in that box. Did I get it wrong? Michael? Was ist los? My! Hey, sorry. It was just too tempting. Da geht was. Lesson number one in the ancient art of inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? Gotcha. Nein. Scheiße, wo ist er? Na komm her. Oh, come on. Is that all you got, Ronan? What's up? Just you wait. I've got a strategy. Oh, yeah? We'll see. Hey, das war unfair. Boom. One more hit and you're out. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. So, is this a typical workday for you? Nah, I usually don't have such good-looking company back here. Ich sehe was? Für gewöhnlich habe ich dabei keine so hübsche Begleitung. Oh, das, ich sehe gut aus. Naja, oh, süß. Oh, so I'm good-looking company, huh? Yeah, well, don't let it get to your head. I'm still destroying you. Das ist aber auch echt fies. Ah. Aua.
Hey, is it cool that we're throwing these toys around? Aren't you guys gonna, like, sell them? Nah, supplier made a typo on Vecchi. Can't sell any of them. Cool. No harm, no foul, then. Boom! Oh. Man, you're good. I told you not to doubt the golden arm. Well, we'll never make that mistake again. Okay. I'll need to finish this inventory thing real quick. Your sister's probably done already. Here. Let's hit the bitch's grotto. The what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah. Alright. Cool. Let me see what you've done with the place. Also süß mit den beiden. Oh mein Gott. Die sind so süß. So süß. Oh, hey, see that container? That's for you. Huh? It's the trout I caught yesterday at the buzzard hole. Grilled it up with my world-renowned marinade. Ooh. That's actually super thoughtful. Thank you. You sound surprised. No, sorry. I'm just not used to people randomly doing nice things for me. Oh, we'll have to fix that. Mhm. Okay, wir können uns hier hinsetzen. Können wir uns auch hier hinsetzen? Zu ihm? Nein, scheiße. Scheiße! No way! You like Duplex Duo too? Yeah, Allison got me into him. We were supposed to go to his show in Juneau a few months ago. And what happened? You ever heard of moon rocks? We took two hits before going to the show and that was it. Our feet couldn't find the floor. Not our finest hour. And I'm done. I'm surprised Tessa let you hang this up. Yeah, she hates it. But as long as I don't promote my lifestyle in front of the customers, she doesn't say anything. Man. Must be exhausting to spend your days educating these people. Here's the thing, I don't. Opening the minds of this town would be a full-time fucking job. And emotional labor pays shit. Hattest du je etwas mit jemandem hier, wie dem auch sei? Fühlst du dich je einsam? Hattest du je etwas mit jemandem hier? Ja. Hey, I hope this isn't too personal, but you ever been with anyone in Delos Crossing? I dated a guy in high school for a minute, but we had to keep it quiet. I've been with a few other people, but that shit's tricky out here. And what about you? You ever been with a guy? I mean, assuming you're into guys, which I guess I kind of did. Ich versuche noch klarzukommen. Ich habe nie die richtige Person gefunden. I've never really been with anybody. Guess I was too busy processing trauma or whatever. But if I met a guy I was into, who knows? Fühlst du dich hier einsam? Do you ever get lonely in Delos Crossing? Yeah, sometimes. So I'm always in Juneau working with the JCE, meeting new people. I gotta make my shit happen for me, because no one else will. Right. I feel you. Anyway, I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. Mm-hmm. You mean the OG Ronin? I was born first, you know. Is that so? The Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but it was me. So, why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. Fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's fine. She asked me first. Yeah. Figures. That lady is thorough and she loves you like crazy. I know. So, yeah, you were probably the first person to know about it other than Allison. I'm glad you trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Danke, du bist auch nicht übel. Flirten kann ich. But you're not too bad yourself. I try not to be. Especially around guys I'm trying to impress. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juneau with us.
I've got a community there. Could be yours too. Fitting in. There's a concept. You have no idea how life-saving a chosen family can be. They pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Shoot. Why do you care so much if I move to Juno? Look, like I said, I want to get to know you. Because I'm just that fascinating, huh? Honestly, yeah. I think you might be one of a kind, Tyler Ronan. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Du bist auch Dufte. Du bist auch Dufte. Dufte? Okay, du bist auch Dufte. Well, golly gee, Michael. I think you're swell, too. You're the cat's pajamas. Shut up. I've got way better compliments than that. But I can't open with my best, right? It's cool. So, I'll get more of those if I get to know you better? For sure. If that's something you'd be interested in. I might be. Yeah. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting for you two dum-dums to come back. Are you guys ready to go? Mm-hmm. I think we've done about as much damage as we can back here. Yeah. Speicherung. Yeah! Ich kann beenden. Oh, ich habe drauf gewartet. Oh mein Gott, ist das süß. Here we are. Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah, you're like stretching my legs. It isn't far. And anyway, can't put the wind in a bottle. All right. Tessa should be at her parents' grave, not far from the entrance. Look for a big, crooked tree. You can't miss it. I'm gonna go check in with my uncle. Good luck. For real. So, meine Lieben, ich muss jetzt Schluss machen und tschüss, bis zum nächsten Mal.